Hi, cool, dass du dabei bist. Ich möchte dir heute Übungen zeigen, Pilates-Übungen, die du im Büro und am Arbeitsplatz für dich machen kannst, um deinem Rücken etwas Gutes zu tun und um deine Halswirbelsäule und deine Schulternackenbereich zu lockern und Verspannungen zu lösen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Übungen. Los geht's! Füße hüftbreit geöffnet, Schulter tief ziehen, Brustbein aufrecht, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Genau, stützt die Hände hier auf oder legt die Hände hier auf die Oberschenkel auf und dann geh mit dem Oberkörper gerade nach vorne und wieder rund zurück. Ja, gerade nach vorne und rund zurück. Gerade nach vorne und zurück. Ja, versuch einmal deine ganze Wirbelsäule einmal gut durchbewegen, alle Wirbelgelenke gegeneinander bewegen. Wirbelsäulenmuskulatur wird gut durchblutet. Atmen fließen lassen. Einmal noch vorne halten. Jetzt versuch mal mit dem ganzen Oberkörper eine Kreisbewegung zu beschreiben. Letztes Mal, wechsel die Kreisrichtung. Und auch hier letztes Mal. Lösen, komm zurück zur Mittelschulter, weit weg von den Ohren, Brustbein aufrecht, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Dann nimm die Arme zur Seite, umarm in einem großen Ball, die Schulterblätter weit auseinanderziehen, einmal weit nach hinten, Schulterblätter hinter der Wirbelsäule gegeneinander schieben. Nochmal rund nach vorne, Bauchnabel nach innen und weit zurück, Schulterblätter hinter der Wirbelsäule zusammenziehen. Genau, großen Ball umarmen. Und weit zurück, den ganzen Schultergürtel gut durchbewegt, großen Ball im Arm, weit zurück, zwei mehr großen Ball im Arm, weit zurück, einmal noch umarmen und hinten halten, in der Dehnung die ganze vordere Seite aufdehnen. Komm wieder ein Stück zur Mitte und dann dreh dich zur Seite und schau den hinteren Arm hinter dir. Dreh dich so weit wie möglich nach hinten. Und wechsel zur anderen Seite. Im Arm hinter dir, schau den Oberkörper so weit wie möglich zur Seite drehen. Mit der Hand hier kannst du dich noch ein bisschen weiter in diese Rotationsbewegung reinziehen. Schultern tief ziehen, Oberkörper auf. Einmal die Füße durchbewegen, roll einmal auf deine Füße, auf deine Zehen und dann zurück auf die Ferse. Genau, Fußgelenke einmal gut durchbewegen. Schieb einmal die Faust nach oben, dass du unten eine Dehnung hast, dass du hier unten die Dehnung spürst. Schultern ganz weit weg von den Ohren, Kinn ranziehen, deine Halswirbelsäule. Und dann einmal nach unten ziehen, dass du hier oben die Dehnung hast. Die Hände in den Nacken, atmen einmal ein, mit dem Ausatmen schiebst du die Arme zur Seite. Einatmen ran,
Platz. Einer ran, ausatmen, drehen. Einer ran, ausatmen, drehen. Genau. Dann im eigenen Atemtempo. So wie du atmest, so machst du die Bewegung. Letztes Mal auf der Seite halten. Geh einmal in die Seite. Genau, dass du hier die ganze Seite aufdehnst. Und wechsel zur anderen Seite. Auch hier wieder die ganze Seite aufdehnen. Und wechsel mal in die andere Richtung. Dann mal wieder die stehende Acht. Lösen, Augen bleiben geschlossen, die Hände liegen auf dem Bauch. Einmal tief in den Bauch ein- und ausatmen. Dass die Bauchdecke sich nach oben wölbt mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen wieder tief fällt. Und wieder lösen. Genau, Schultern nochmal tief ziehen, Brustbein aufrichten. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ja, und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und natürlich meinen Kanal abonnierst, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, ich freue mich auf dich, deine Tina.